Wie könnte eine Energiewende 2040 aussehen? Was brauchen wir dafür? Dazu begrüße ich auf der Kölner Kirchenbank Kompakt Manfred Kock, ehemaliger Ratsvorsitzender der EKD und ehemaliger Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland. Herzlich willkommen. Danke. Herr Kock, Energiewende 2040, ein großes Wort. Was brauchen wir als Menschen, was brauchen wir als Christen, wenn wir an die Energie denken? Wir brauchen auf der einen Seite Verantwortung dafür, dass unsere Welt nicht vergiftet wird. Wir brauchen also Sparsamkeit im Umgang mit den Energien, die diese Erde bereithält. Wir wissen, dass es Energieformen gibt, die für die Zukunft abträglich sind. Und von daher brauchen wir wirklich eine Wende. Wir haben erlebt in den letzten Jahrzehnten, dass der Kohlebergbau in Deutschland beendet worden ist. Jetzt ist er ganz beendet, aber das Problem der Kohle ist noch nicht weg, denn wir haben ja noch Kraftwerke, die mit Kohle gefüttert werden, mit Steinkohle gefüttert werden. Aber da ist ein Weg begonnen worden, von dem ich meine, dass er der richtige ist, nämlich in den Regionen den Menschen Alternativen zu geben für das, woran sie dann arbeiten können und wovon sie existieren können. Ich erwarte das auch für die Braunkohle. Ich erwarte, dass wenn man erkannt hat, dass wir diese Welt nicht zerstören dürfen, sondern dass sie bewahrt bleiben muss, dann muss auch die Möglichkeit bestehen, den Menschen, die jetzt von der Braunkohle leben und in den Braunkohlegebieten ihre Existenz haben, dann muss denen eine Alternative ermöglicht werden. Nicht eine Alternative, sondern überhaupt. Und ich appelliere daran, dass der Protest gegen die Braunkohle und gegen die Abbaggerung oder so, dass er nicht einfach nur ein Protest ist gegen das, was da läuft, sondern gleichzeitig ein Aufruf an die Politik und an die Wirtschaft, das zu tun, was nötig ist, dass Menschen trotzdem da leben können. Herr Kock, herzlichen Dank für diese Gedanken zur Frage, wie sollte eine Energiewende 2040 aussehen? Und vielen Dank für Ihr Interesse.